Da war mir gerade OBS weggeflogen. Jo. Ist dieser Knilch? Ja. Habt ihr euch um den Aschenwächter gekümmert? Na Welche klar. Erleichterung. Ich kann euch nicht bezahlen, würde euch aber den Aschenwächterzauber beibringen. Ja, erzähl mal. Ich könnte euch auch stattdessen einen Stab geben, wenn ihr glaubt, dass der Aschenwächterzauber zu riskant ist. Ja, gib mir mal den Zauber. In Ordnung. Aber denkt daran, ihn nicht ohne Herzstein zu verwenden. Andernfalls wird der Wächter jeden angreifen, auch euch. Okay. Genau. Macht es nicht wie ich, der es auf die harte Tour gelernt hat. Hier ist das Zauberbuch und ein Herzstein, damit ihr es gefahrlos ausprobieren könnt. Ja, was ist denn da schiefgegangen? Oh, wie sich herausstellt, braucht man einen Herzstein, um ihn richtig zu wirken. Ich hatte keinen bei mir, als ich ihn gewirkt habe. Wenn man den Zauber ohne Herzstein wirkt, greift der Wächter alles an, was er sieht. Okay. Was hast du zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Taschenhülle haben wir noch nicht. Ein paar neue Zauber dazu gelernt. Moment, was stimmt denn hier mit OBS gerade nicht? Warum sehe ich denn hier bloß noch ein schwarzes Bild? Ach, OBS, du schaffst mich. Na, jetzt geht's. Tätige Geist schläft. Bin doch. Ich entnehme eurem Gesichtsausdruck, dass ihr noch nie einen Schlickschreiter gesehen habt. Richtig? Nö. Das ist Stäubchen. Ich habe sie persönlich aufgezogen, seit sie eine Larve war. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Sie ist jetzt schon lange nicht mehr reisefähig. Ich habe versucht, sie freizulassen, aber sie will unbedingt hierbleiben. Wer habt ihr hier draußen gelebt? Wir schlagen uns durch, indem wir Handel mit den Einheimischen treiben. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie in Frieden sterben kann. Das bin ich ihr schuldig. Okay. Ab und zu schaffen es Einheimische hier raus. Obwohl sie für gewöhnlich nur einen Blick auf Stäubchen werfen wollen. Es gibt kaum noch Schlickschreiter.
Was möchtet ihr wissen? Wo werden die denn eingesetzt? Hauptsächlich für den Transport von Waren und Personen. In Morrowind waren sie ziemlich verbreitet. Aber das ist schon lang her. Der Rückenschild eines Schlickschreiters ist so widerstandsfähig, dass er jedes Wetter aushält. Selbst die legendären Sandstürme der Molag-Amur-Region in Wardenfell haben angeblich kaum eine Macke hinterlassen. Natürlich ist das jetzt alles Asche. Nun gut. In Ordnung. Mhm. So, Schlickschalter, reite! Nein, machen wir nicht. Hast du mich eben schon wieder infiziert mit dieser komischen Schleppscheiße? Dein Glück, Mädchen. Asche extra hier an. Ging ja schnell. Gut. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, ist schon wieder um 12 durch. Oh, was ist das hier noch für eine Hütte? Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah ja, das ist also die Küche. Habt ihr Varona gesehen? Ich bin hungrig. Nein, ich hab Varona nicht gesehen. Na, dann sucht sie. Sagte, dass ich Kohleintopf mit Apfel und etwas Karniswurzeltee möchte. Warum machst du deinen Tee nicht selbst? Was? Ich soll mir meinen Tee selbst machen? Ich bin ein Hochmagier des Hauses Telvanni. Ich lasse andere meinen Tee zubereiten. Also. Ja, endlich jemand, der meine Bedeutung hier erkennt. Ich habe aber auch deine Aschenprobe. Gut gemacht. Wenn ihr in ein oder zwei Tagen wiederkommt, sollte der Zauber fertig sein. Ihr könnt ihn bei Talbot kaufen. Wo habe ich nur... Ach, genau. Ich würde mal sagen, da haben wir schon wieder jede Menge Quest. Und wir haben hier die Hauptquest noch gar nicht gemacht. Peace.
Ja. Würde ich mal sagen, dann machen wir morgen hier weiter. Stellen uns mal ein bisschen mit schönen Ausblick hier irgendwo hin. So. Dann machen wir richtig einen Speicherstand. Und dann gehen wir mal ins Hauptmenü. So, dann machen wir mal Schluss für heute. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Denke ich mal, hoffe ich mal. Keine Ahnung, wenn ihr Lust habt. Also, reinhauen. Bis dann.